tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Mega Sherox vor. Sherox ist die Weiterentwicklung von Sichlor und hat einen Käfer-Stahl-Typ, was ihm eine Doppelschwäche gegen Feuer, eine Resistenz gegen Psycho, Käfer, Normalstahl, Eis, Drache und Fee, eine Doppelresistenz gegen Pflanze sowie eine Immunität gegen Giftattacken gibt. Sherox Basiswerte sind an sich schon recht gut. 130 Angriffsbase, dazu solide Def-Werte, nur die Initiative hängt ein bisschen hinterher. Die EV verteilen wir hier komplett in KP und Angriff mit einem harten Wesen, um den Angriff zu maximieren. Nach der Mega-Entwicklung sind alle Statuswerte, aber im Speziellen die Verteidigung stärker. Sherox Fähigkeit bleibt dabei Techniker, welche die Stärke von Attacken mit 60 Base Power oder weniger um 50% verstärkt. Und nach dieser Fähigkeit kann man sein Moveset auch ein bisschen ausrichten. Käferbiss liegt mit 60 Base Power genau auf der Obergrenze von der Technikerpalette und wird damit auf Stärke 90 geboostet und bekommt außerdem noch Step. Patronenhieb bekommt mit 40 Base Power ebenfalls den Technikerboost und den Step, wodurch er zu einer sehr starken Prio-Attacke wird. Durchbruch bekommt zwar keinen Technikerboost, gibt Sherox jedoch Coverage gegen Stahl-Pokémon und zerstört Lichtschild, Reflektor und Aurora-Schleier. Schwertanz erhöht Sherox Angriff um 2 Stufen. Sherox zu spielen ist relativ straightforward. Man versucht möglichst alle Pokémon, die Feuerattacken beherrschen, zu besiegen oder zumindest so zu schwächen, dass Sherox sie mit einem Patronenhieb rausnehmen kann, bevor man Sherox mit einem Schwertanz boostet. Solange noch Pokémon mit Feuerattacken im Spiel sind, schickt man Sherox nur in den Kampf, um sie rauszulocken. Und dabei hilft jeder kleine Chip-Damage, den man kriegen kann. Habt für Sherox immer ein paar Wasser-Pokémon oder Feuerfänger-Pokémon dabei, um gegnerische Feuerattacken abzufangen. Wenn keine Hardcounter mehr da sind und Sherox noch einigermaßen viel KP hat, dann boostet er einen Schwertanz und sweept euch das restliche Team durch. Gute Teampartner für Sherox sind wie bereits erwähnt entweder Wasser-Pokémon oder Feuerfänger-Pokémon. Quaxo oder Pelipper haben mit ihrem Niesel gleich eine doppelte Resistenz gegen Feuerattacken und machen aus Sherox Doppelschwäche eine normale. Ein gutes Feuerfänger-Pokémon ist Tornupto, der kann anschließend mit seiner Eruption gewaltigen Schaden anrichten, wie sogar Pokémon, die der Attacke resisten, noch mehr als genug Schaden machen. Das war's jetzt aber von meinem Sherox und jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.